Ja, Napoleon hatte erfahren, dass Goethe am Ort dieses Kongresses ist und hat daraufhin blitzartig entschieden, wie er das immer tat, dass Goethe nicht nur zum Lever empfangen wird unter mehreren, sondern eine Einzelaudienz bekommt. Also Einzelaudienz für die deutschen Gäste natürlich unter Anwesenheit der napoleonischen Regierungschargen. Die Regierungstätigkeit sollte ja weitergehen. Und das fand also an diesem Vormittag des 2. Oktober 1808 zwischen 10 und 11 Uhr statt. Und Goethe hat das sehr genau notiert. Es war ihm ungeheuer wichtig. Und unter Anwesenheit unter anderem in der ersten Hälfte von Talleyrand, der damals nicht mehr Außenminister war, sondern Großkämmerer des Hofes, und mehrere Generäle, was Goethe ungeheuer genau notiert hat. Und Goethe, das können wir sehr genau nachvollziehen, hatte schon mehrere Stunden zuvor Gelegenheit gehabt, Napoleon genau in Augenschein zu nehmen, und zwar bei den Theateraufführungen der vorangehenden Tage. An jedem Abend in Erfurt wurden französische Klassiker gespielt von dem Théâtre Français, also dem Mit dem Vorläufer, berühmten Schauspieler, mit dem berühmtesten Schauspieler der Epoche, der schon in der Talma. Französischen Revolution, ja, Genau. nicht? Und über den in Deutschland schon Zeitschriftenartikel unter anderem von Humboldt erschienen waren, den also jeder kannte und der eine Stellung hatte, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Es gibt keinen Vergleich für diese Art von Schauspielerberuhm und Schauspielerrang in einer Gesellschaft. Und es hatte eben schon zwei Aufführungen gegeben, während derer bei nur halb abgeschaltetem Licht, also die Kerzen waren nur zur Hälfte gelöscht worden, Goethe Gelegenheit hatte, von seinem privilegierten Sitzplatz im Parkett aus die beiden Kaiser, den Zaren von Russland und Napoleon, während 1,5 Stunden, so lang dauert ungefähr eine klassische französische Tragödie, zu beobachten, vor allem beim Reinkommen und beim Herausgehen. Und umgekehrt war die Lage natürlich ganz anders. Napoleon wusste nicht, wie Goethe aussah und hatte keine Ahnung, wer ihm da gegenübertreten wird und hätte sich auch einen nachlässig gekleideten, uneleganten, gelehrten, mit schlechter Das, was er für Figur, Deutsch hält. was er für Ja. deutsch hält. Stattdessen natürlich ein Hofmann, dessen gutes Aussehen gerade in Wie dieser war er Zeit, gekleidet? er war gekleidet mit Kniehosen, Seidenstrümpfen, Schnallenschuhen. Er durfte das brokatbetreßte Hofkleid, wie er das selber nennt, mit Degen angehabt haben und anstelle eines Hutes ein Dreieck unter dem Arm. Das war die übliche Ausstattung und gepuderte Haare. Das ist ja Natürlich. für Napoleon sozusagen seltsam, nicht? Das wirkt doch altmodisch. Ja gut, aber Unwürdig. das war natürlich schon die Diplomatentracht, also der Nicht-Uniformierten, also der Nicht-Militärs auf diesem ganzen Kongress. Napoleon selber und auch Zar Alexander sind in betont einfachen Uniformen aufgetreten, Jägeruniformen zum Beispiel oder Husarenuniformen und gemeinsam so auch mit geringem Ordensschmuck versehen ausgeritten. Die Diplomaten, die Außenminister, die Gesandten, aber auch die Könige, die anwesend waren, die deutschen Fürsten, sind natürlich in glänzenden Garderoben aufgetreten. Und dieser Goethe, der Napoleon also in doppelter Funktion bewusst war, erstens als Autor eines der berühmtesten Bücher der Epoche, das Napoleon selber Werther. mehrfach gelesen hatte, Werther. Zweitens als Vertrauter und Minister eines nicht ganz unwichtigen Staates auf deutschem Boden, der zu dieser Confédération du Rhin des Rheinbundes gehörte. Und da kam also kein Literat, sondern ein Mann von Welt herein und daher der berühmte Ausruf, Vous êtes un homme. Also, ihr Das heißt seid. also, Sie sind standesgemäß. Ja, Sie sind ein richtiger Mann. Es gibt eine Theorie, dass das eigentlich italienisch gemeint sei, denn Napoleons Muttersprache war ja an sich im Korsischen ein eher italienischer Dialekt, Ecco. Vous êtes Ecco. Sie an. Ach, da, Sie an, da sind Sie. Ja. Ach so. Und so wie das letzte Wort Goethes auf Missverständnissen beruhen kann, auf dem Ja. Sterbebette, so kann das hier ein Missverständnis sein. Absolut. Und das ist deshalb so schön, weil bei Ecco sind wir bei Ecce Homo.
sind wir also in der christlichen Heilsgeschichte. Und in den Briefen unmittelbar danach hat Goethe selbst auf dieses umgekehrte Ecce Homo, also nicht der leidende, hinfällige, sterbende Mensch, der dem Tode geweihte, sondern der prachtvolle, der antike, der heidnische, der begabte Mensch. Das umgekehrte Ecce Homo hat Goethe selber erwähnt in einem Brief an einen politischen Briefpartner, nämlich dem Grafen Reinhard. Was haben die da jetzt gesprochen? Das ist ja wiedergegeben von verschiedenen Quellen, glaube ich. Ja. Ne? Und Napoleon weist auch einen Fehler nach, ja? Der dramaturgisch oder in der Erzählung des Werthers stecke. Also es geht in der ersten Hälfte des Gesprächs tatsächlich über Literatur. Das ist ein großes Entgegenkommen des Kaisers, dass er sich auf das Gebiet seines Gastes begibt. Dass er also ihn nicht befragt, was haltet ihr von der Politik in Deutschland oder wie gefallen euch meine Siege? Er war durchaus imstande, solche Fragen zu stellen, sondern er beginnt eben eher tastend, ihr habt Trauerspiele geschrieben. Und Goethe sagt dann, ich antwortete das Schickliche. Also irgendeine, ja, freundliche, kaum der Rede wert, vermutlich. Ja. Und so geht es also los. Man muss dazu sagen, der einzige genaue Bericht stammt eben von Goethe selber. Alle anderen Berichte sind Umarbeitungen von goethischen Feststellungen gegenüber Gesprächspartnern. Die Marschälle, die da mal reinkommen und wieder rausgehen und so weiter, die haben da nichts Besonderes zu berichtet oder wahrgenommen? Nein, in den ja reichhaltig geschriebenen Memoiren der Marschälle ist nichts erhalten. Es gibt einen Bericht bei Talleyrand, der allerdings in jeder Einzelheit so falsch ist, also man kann jede Einzelheit, die dieser sehr schön geschriebene und farbige Bericht enthält, nachprüfen und keine einzige stimmt. Was hat er geschrieben? Er hat zum Beispiel geschrieben, dass Napoleon Goethe aufgefordert habe, ihm ein Werk zu widmen und Goethe geantwortet habe, er widme grundsätzlich keine Werke. Und nun kann man nachweisen, dass Goethe durchaus Werke gewidmet hat. Zum Beispiel hat er die Farbenlehre der Herzogin Luise von Weimar gewidmet und hat alle möglichen Werke gewidmet. Also ist es sehr unwahrscheinlich, dass Goethe gerade das gesagt habe. Und das geht weiter, dass er ein unrichtiges Stück erwähnt, in dem Goethe am Vortag gewesen sei. Wir haben das Kalendarium, wir wissen, welche Stücke gespielt wurde. Auch das stimmt nicht. Und viele Einzelheiten hat die Quellenkritik ausfindig gemacht, um die Unglaubwürdigkeit des Talleyrandschen Berichtes nachzuweisen. Und man kann diesen Bericht trotzdem mit Interesse lesen, weil es Talleyrand darum geht, ein negatives Bild von Napoleon zu zeichnen. Das ist eben in der Zeit der Restauration verfasst, nach 1815. Und dann noch einmal von den Erben Talleyrands im legitimistischen Sinne nachbearbeitet worden. Das heißt, es gibt gar keinen authentischen Text gerade dieser Passage. Eine Giftschlange. Eine Giftschlange. Mit Seidenstrümpfen. In ein, ja, Napoleon hat es ja noch drastischer gesagt. Ein Stück Scheiße im Seidenstrumpf hat er ihn dann nach Erfurt genannt, aus gutem Grund. Und trotzdem ist da bei Talleyrand natürlich so etwas von der Atmosphäre da. Nämlich von dem Eifer des aufgestiegenen Kaisers, mit dem Genie eben jetzt nicht höfisch umzugehen, nicht herrisch, gewaltsam, sondern vor ihm zu bestehen. Vor ihm zu bestehen und ihn als Gleichen auch gelten zu lassen. Und das wiederum hat Goethe nicht nur anerkannt, sondern er hat es geradezu als den Höhepunkt und Triumph seines Lebens verstanden, dass er von einem so Großen als ihm gemäß, so schreibt er an Cotta, anerkannt worden sei. Und das sei ihm, sagt er dem Sinne nach in dem Brief an Cotta, eine Befriedigung bis ans Ende seiner Tage, so ähnlich. Also sozusagen die höchste Befriedigung des Daseins. Es soll einen Plan Goethes gegeben haben, ein Cäsars Tod, ein Drama, ja, zu verfassen, in dem die Attentäter aber abgewehrt werden. Das Attentat misslingt. Ja. Und das sollte von Rossini dann komponiert werden. Ist da etwas dran? Es gibt Entwürfe oder Überlegungen zu einem Cäsar-Drama aus einer ganz anderen Epoche von Goethes Leben. Das ist in der ersten Weimarer Zeit, also vor der italienischen Reise. Später hat sich da meines Wissens davon keine Spur mehr erhalten. Das ist deshalb trotzdem sehr interessant, weil es ja ein Drama Voltaires, La Mort de César, gibt, das auch während dieser Erfurter Tage, nämlich sogar bei dem Gastausflug des Kongresses nach Weimar im weimarischen
Hoftheater unter Leitung von Goethe selber, der also die Gastregie übernommen hat, mit Thalma aufgeführt worden ist. Und auch dieses Stück ist, also alle sind zusammengezuckt, als Napoleon sagte, ich will dieses Stück sehen. Und der weimarische Koordinator war entsetzt und sagte, es sei ein vollkommen unpassendes Stück. Aber es ist gar nicht unpassend, weil gezeigt wird, dass der Attentäter in einen Zwiespalt gerät. Denn er will eigentlich einen Tyrannen ermorden, entdeckt aber kurz vor der Handlung, dass dieser Tyrann, nämlich Cäsar, sein unehelicher Vater ist. Das heißt, er gerät in den Zwiespalt zwischen Vatermord und Tyrannenmord und begeht also ein wirkliches Verbrechen. Spätere Literaturwissenschaftler, also Gundolf, hat gesagt, das sei ein Rührstück in historischen Rollen. Daran ist was. Also es ist eigentlich ein relativ unpolitisches Stück. Es zeigt Brutus durchaus in der Größe seines Freiheitsheldentums, aber es zeigt den Cäsar als großmütigen, zum Vergeben bereiten Monarchen. Clemencia, nicht? Ja, also Clemencia. Das ist ja eine seiner Haupteigenschaften. Ja. Und es wäre ja befriedigend, also für mich, ja, sozusagen als Besucher eines humanistischen Gymnasiums, wäre nichts schöner, ja, als dass dieser Mord misslingt, ja, dass er weitermacht und nicht dieser etwas noch schwächere Augustus. Ja. Die Frage, was hätte Cäsar gemacht, wäre dieses Attentat misslungen, hat Napoleon sein ganzes Leben beschäftigt. Es gibt Dutzende von Gesprächsnotizen mit vor allem Gelehrten und dichterischen Gesprächspartnern, also Johannes von Müller zum Beispiel, aber auch Wieland, mit denen er genau diese Frage erörtert. Was hätte er getan, wenn er... Beschreiben Sie mal den Johannes von Müller. Das ist einer, den die ganzen Klassiker kennen, nicht? Ein im Grunde anerkannter Mann, der aber in die Dienste tritt, ja, des westfälischen Hofes. Genau. Ja, ist beim Feind tätig. Ja. Ja. Johannes von Müller war der berühmteste Historiker der Epoche, kam aus der Schweiz, war deshalb perfekt zweisprachig. Man sagt sogar, er konnte wesentlich besser Französisch als Deutsch, jedenfalls im Sprechen. Und er hat mit einer mehrbändigen Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft eben das Modell einer literarisierten Geschichtsschreibung für diese Epoche vorgelegt, in einem Stil von tacitäischer geschraubter Kürze, hat man damals dann auch schon etwas kritisch gesagt. Also Sie ahnen, worum es geht. Es ist sehr sentenziös, es ist sehr rhetorisch verknappt und packend geschrieben. Es wurde eine der Quellen für Schillers Wilhelm Tell natürlich und war über die Schweiz-Begeisterung der Epoche hinaus einfach das literarische Modell historischen Schreibens, das übrigens die deutsche Geschichtswissenschaft im ganzen 19. Jahrhundert begleitet hat. Das muss man wissen, weil der Name Johannes von Müller heute so gut wie unbekannt geworden ist. Und Johannes von Müller war im Moment, als Preußen von Napoleon besiegt wurde, preußischer Hofhistoriograf und saß eigentlich an einer Geschichte Friedrichs des Großen und hat dann die Seite gewechselt. Und zwar berufen, nicht? Ja. Und läuft über. Läuft über. Nach einem Gespräch mit Napoleon. Er sang ein anderthalbstündiges Gespräch auf dem Sofa gemeinsam mit dem Empereur, hat ausgereicht, um ihn umfallen, wie die Zeitgenossen es nannten, zu lassen und zu sagen, der Mann ist nicht zu besiegen, so wie Goethe das später ja auch über Napoleon gesagt hat. Und wir müssen uns in die neuen Zeitverhältnisse schicken und wir müssen das Beste daraus machen. Und dann sogar der Einladung Napoleons, ihm als Minister zu dienen in dem Königreich Westfalen, das Napoleons Bruder Jerome dann zugeschneidert bekam. Und von dieser Hauptstadt Kassel geht auch ein Angebot an Beethoven. Ja, und der Wiener Adel muss zusammenlegen, um diese Berufung abzuwehren. Ja. Ja, interessant, was alles, ja, hätte nach Westen sich orientieren können. Ja. Die Varusschlacht wäre hinterher nochmal gewonnen worden. Die Varusschlacht wäre in gewisser Weise revidiert worden, jedenfalls diesseits der Elbe. Das war ja sozusagen dann doch noch die Grenzscheide, die ja auch schon strategisch mit Magdeburg und den anderen Festungen dann beachtet wurde. Und dieses Rumpfpreußen hat man eben mit einem Gürtel von Festungen dann auch an der Oder eingekreist. Und das rheinbündische Deutschland wäre tatsächlich nach so einem imperialen
Stil ausgestaltet worden. Mit einer Gesetzgebung, mit Straßen, die schnurgerade die Ortschaften verbinden, mit einem kulturellen Schwerpunkt, ja, mit Philosophie. Das wäre schon sehr interessant gewesen. Und es war sogar die Idee, dass man eine eigene Literaturzeitschrift für den Rheinbund gründet und dass die von Weimar und Jena aus gesteuert werden könnte. Also solche Projekte im Großen wie im Kleinen sind damals gewälzt worden und in Weimar natürlich mit höchster Aufmerksamkeit beraten worden. Natürlich mehr von den Dichtern, Professoren und Ministern als vom Herzog, der dafür wenig Sinn hatte und ganz anders gedacht und in die Zukunft geblickt hat, auch nicht ohne Weitsicht, muss man sagen. Aber von Goethe und seinem Hauptministerkollegen, dem Minister Christian Gottlob Vogt, sind diese Bestrebungen mit Sympathie und Aufmerksamkeit schon zu diesem frühen Zeitpunkt, 1806, 1807, also noch vor der Begegnung, in Erwägung gezogen worden. Und deshalb war eben die Idee, ein Cäsar-Drama zu schreiben, naheliegend. Und in einer zweiten Begegnung zwischen Goethe und Napoleon, die bei dem Besuch des Erfurter Kongresses in Weimar im Schloss, im heute noch bestehenden Saal des Weimarer Schlosses, der damals ganz neu eingerichtet worden war, stattfand, da hat wo wir übrigens auch zuverlässigere Zeugen haben, weil das eben im Ball stattfand. Und da gab es einige Ohren, die mitgehört haben, unter anderem Kanzler Müller, der spätere Kanzler Müller, damals der sein Chefdiplomat von Weimar, Friedrich von Müller. Und der hat gehört, wie Napoleon zu Goethe gesagt hat, er möge einen Brutus im anderen Sinne schreiben. Und das heißt ja, den Stoff von Tod des Cäsar mit einem anderen Ausgang. Und Rossini hatte schon Entwürfe gemacht. Ja? Es gibt zwei Entwürfe von ihm, die man nicht kennt. Ja? Das eine ist die Italienerin in Vilna. Mhm. Ja? Das heißt, die zurückflutende große Armee, ja, hat Lazarette in Vilna. Und aus Mailand kommt eine warmblütige italienische Sängerin und erfrischt sie noch einmal. Ja? Das heißt, dreht die Niederlage um. Ja. Ja? Triumph der Oper. Ja. Das war das eine. Und das zweite hier, diese Cäsar, das Cäsar-Libretto von Goethe mit sehr rascher, verrückter Musik, so mit den großen Rossini-Ensembles versehen. Ja, und jetzt stelle man sich vor, das wäre zustande gekommen und Stendhal, der Bewunderer Napoleons und Rossinis und Mitmarschierender nach Moskau, hätte das beschrieben. Das wäre die Berufung nach Paris geworden für Goethe und er wäre bestechlich gewesen. Ja. Jetzt noch einmal, diese beiden Männer hier vormittags stehen einander gegenüber bei der ersten Begegnung. Und der eine ist ja ein Mann, der sehr viel von Gleichgewicht versteht, Goethe. Er sagt mal, nicht Homo sapiens ist die Forderung, sondern Homo compensator, der Gleichgewichtler. Ja. Das ist das, was wir können. Ja. Und der Napoleon hat diese Fähigkeit, Gleichgewichte herzustellen, kurze Momente lang und kann sie nie halten. Ja. Nach Campo Formio hätte er Frieden haben können. Nach Amiens hatte er Frieden. Ja? Nun muss ich sagen, sind die Engländer auch sehr tückisch, ja, nicht? Und unerbittlich. Ja? Also es war vielleicht nicht seine Wahl. Ja. Aber in so vielen Fällen, auch in Dresden mit Metternich, ja, kriegt er keinen Waffenstillstand zustande. Nicht? Wenn Sie das mal beschreiben, diesen Charakter Napoleons und wie ihn Goethe wahrgenommen haben mag. Ja. Also die Frage, ob Napoleon zum Gleichgewicht fähig sei, war die entscheidende Frage, die schon... ihm vertrauen kann. Ob man ihm vertrauen kann und ob man mit ihm in Frieden leben kann, in einer Ordnung, in der es mehr gibt als Napoleon. Denn zunächst bringt er Glück. Ja. Nicht? Diese Frage ist seit 1800, vor allem in Deutschland, von allen intelligenten Leuten, die mehr sehen wollten als Feindeshass und Revolutionsfurcht, erörtert worden. Unter anderem von Friedrich von Gentz, dem führenden politischen Publizisten der Epoche. Und das hat Goethe natürlich wahrgenommen. Also die Gentzschen Erörterungen zum Gleichgewicht in Europa, Fragmente aus der neuesten Geschichte des Gleichgewichts in Europa, 1806, kurz nach Austerlitz erschienen, hat Goethe nachweislich gelesen. Und die These von Gentz war nicht nur eine charakterliche, das hat Gentz gar nicht so interessiert, sondern eine regimekritische.
dass ein Regime wie das Napoleons, das so auf militärischen Erfolg gegründet ist und so angewiesen ist auf ihn, nie Halt machen kann. Das heißt, die Eroberung muss immer weitergehen. Es gibt keine Grenze. Das war die These. Und zwar nicht wegen der Beute? Nicht wegen der Beute, sondern wegen der Legitimation. Des Beweises. Ja, wegen der neuartigen Form von Legitimität. Also im Grunde das, was wir in der Neuzeit tatsächlich typologisch seit Max Weber oder anderen oder seit Karl Marx im Grunde als Bonapartismus bezeichnen. Charismatische Herrschaft unter selbstgesetzten Erfolgsdruck. Das ist dann eben in der späteren Geschichtswissenschaft Theorie in gewisser Weise typologisiert worden. Deswegen stürzt ja auch der Napoleon der Dritte. Genau, genau. Nach der ersten relevanten Niederlage. Und sogar Napoleon selber hat in diese Richtung gedacht, hat in diesem berühmten Gespräch mit Metternich im Sommer 1813, also noch etliche Wochen vor der Völkerschlacht in Leipzig, als Metternich ihm einen höchst großzügigen Frieden angeboten hat, in den Grenzen von Lunéville, also sogar mit den linksrheinischen deutschen Gebieten, hat er gesagt, eure Könige mögen Niederlagen überleben, jemand wie ich kann das nicht. Und dann hat ihn Metternich auf die ungeheuren Kosten an Soldaten und Menschen hingewiesen, die eine Fortsetzung des Krieges bringen würde. Und dann hat Napoleon da nur knapp gesagt, ach, das ersetzt mir eine Nacht in Paris. Und Metternich, der als Zyniker in die Geschichte eingegangen ist, war entsetzt. Er schreibt also in deutlichen Anzeichen völlig glaubwürdigen Entsetzens in dem unmittelbar danach niedergeschriebenen Bericht von dieser Gesprächspassage. Und da sieht man einfach den Unterschied von alter und neuer Ordnung. Also der Erfolgsdruck auf der einen Seite und die traditionale paternalistische Fürsorge für die eigenen Untertanen auf der anderen Seite, die vorsichtig rangiert und auf Sieg und Niederlage gar nicht so angewiesen ist, weil es eine jahrhundertealte Legitimität gibt. Also die Habsburger werden durch Niederlagen gar nicht geschädigt. Ja, die können auch mal eine Niederlage überleben, nicht zu viele, aber einige dann doch. Und diese Frage hat auch Goethe beschäftigt und er glaubte sie in seinem Sinne, nämlich im Sinne des Gleichgewichts, gelöst, spätestens seit der Hochzeit zwischen Napoleon und der Habsburgerin Marie-Louise, einer Tochter des österreichischen Kaisers. Denn das war das älteste Geschlecht Europas, das sich mit dem jüngsten Geschlecht Europas vermählt. Das heißt, der Erfolg heiratet die Tradition. Oder der Bonapartismus heiratet den Legitimismus, wie immer man das dann formuliert. Und die Hoffnung von Goethe war, dass das diesen Zwiespalt, in dem auch er lebte, dass er einem Eroberer anhing, von dem einige kluge Zeitgenossen, die Goethe sehr respektiert haben, behauptet haben, der wird nie Frieden bringen können, sich jetzt so durch das Heiligste, was Menschen auf Erden einander versprechen können, nämlich das Sakrament der Ehe, ein Jahr davor in den Wahlverwandtschaften behandelt, an die Legitimität bindet. Das war für Napoleon eigentlich der eigentliche Gipfelpunkt der Epoche, also für Goethes Wahrnehmung von Napoleon. Epoche, sagen Sie, und das Interessante ist ja, dass 1789 eine neue Geschwindigkeit sich entwickelt. Ja, die Geschwindigkeit, mit der Wissenschaftler in Ägypten forschen. Ja, in der sie den Stein von Rosette finden, in der sie Silvester 1800 in Alexandria und Kairo feiern. Das sind alles Beschleunigungen. Ja? Und der Marschschritt französischer Grenadiere ist ja doppelt so schnell wie der russische oder preußische, wenn ich mich nicht irre. Und die Musik Rossinis hat auch diese Accelerandi, die es vorher nicht gibt. Ja. Und hier ist eine neue Zeit bis 1815, das kann man auch sagen, das ist ein Jahrhundert für sich. Ja. Und das ist nicht nur jetzt, also ich bedauere so, ja, dass das kein Gleichgewicht fand. Schon die Französische Revolution findet das ja nicht. Ja. Ja, und absorbiert sich selbst. Ja. Ja, in der Tat haben Sie da, glaube ich, die entscheidende Weggabelung benannt. Also man kann sich bei Napoleon ja fragen, wann hätte er realistisch die Möglichkeit gehabt, innezuhalten und ein Weltsystem jedenfalls für eine Generation zu gründen. Wir wollen ja gar nicht für ein Jahrhundert sagen, aber für eine Generation, dass ein Nachfolger heranwachsen kann, der dann ja durch die Heirat mit Marie-Louise auch in die Welt gesetzt werden konnte, nämlich den König von Rom.
Und da ist dieser Weg nach Spanien, glaube ich, der entscheidende Fehler, dass er um die letzten Lücken am Atlantik und im Mittelmeer gegenüber der... Zu verkorken, gegenüber dem englischen Handel. Ja, gegenüber dem englischen Handel zu schließen. Also die Kolonialsperre, die ja in Berlin 1806 verkündet worden war, sagen abzurunden, in Spanien nicht nur einmarschiert ist und die Spanier da reingezogen hat, sondern dass er dann eben auch das bourbonische Königshaus abgesetzt hat. Natürlich aus dem Hass und der Angst des Emporgekommenen vor dem Vorgängergeschlecht. Das war ja dasselbe Geschlecht wie bis 1789 oder 1792 in Frankreich. Und das verbunden hat mit einer Art von Modernisierungspolitik, die in Spanien ganz unerwünscht war. Das ist ja das große Modell, dass man sagt, Demokratieexport, moderne Export. Wie im Irak. Ja, genau. Aufklärungsexport. Da muss man genau hinschauen, wen man da beglücken will, ob das überhaupt der Boden ist, wo sowas... Die spanischen Bauern wollen ihren Klerus. Ja? Sie wollen ihre Großgrundbesitzer. Ja. Und die Tiroler Bauern wollten nicht den Montgelas'schen Stil haben, um ein näherliegendes Beispiel zu nehmen, der ja auch durchaus nicht inhuman, sondern rational und modern war und im Übrigen ja auch geblieben ist unter den Habsburgern, muss man auch sagen. Der Aufstand war umsonst. Und mit dieser spanischen Abweichung hat sich Napoleon, der ja mit den Pyrenäen eine wunderbare Südgrenze gehabt hätte, einen Zwei-Fronten-Krieg eingehandelt. Denn das nährte ein Partisanen-Dauerfeuer, das ungeheuer kräfteverschleißend war. Sogar 800 weimarische Soldaten sind da zugrunde gegangen. Dass so viele Kräfte gebunden waren, dass fortan jeder in Europa wusste, in Wien, in Petersburg, in Kopenhagen. Wir haben noch mal eine Chance, in Berlin natürlich. Und jetzt kommen viele Hunde, ja. Ja. Man kann nicht sagen, das Hasentod, aber das Fuchsestod, ja, bedeuten. Genau. Ja. Und die lernen ja jetzt auch. Genau, ja. Die lernen von ihm. Sie lernen auch vor allem schnell zu sein. Und ihn selber zu vermeiden, ja, und seine Marschälle einzeln zu besiegen. Ja. Und es ist eben doch interessant, dass der intelligenteste Berater von Napoleon, nämlich Talleyrand, in diesem Moment sein Amt verlassen hat. Es ist nicht ganz sicher, welche Rolle Talleyrand wirklich spielt bei dieser spanischen Abweichung, ob er ihm nicht auch in tückischer Absicht sogar dazu geraten hat. Also jedenfalls musste er die abgesetzten Könige dann teilweise in seinem eigenen Schloss in Valençay beherbergen. Da war also durchaus drin. Aber er ist eben dann zurückgetreten als Außenminister und hat sich auf einen rein repräsentativen Posten begeben, nämlich den des Großkämmerers des Reiches, so eine Art Hofmarschall des großen Napoleon, des Grand Empire, des ganz großen Reiches eben, und wurde von Napoleon nur von Fall zu Fall, unter anderem in Erfurt, zu Rate gezogen, weil der Nachfolger eben ganz blass und unbedeutend war, ein Herr Savary, den wir heute nicht mehr kennen. Und da war aber dann Talleyrand schon auf der anderen Seite und hat in Erfurt ja intrigiert und mit dem Feind paktiert und den größten Verrat, den man sich nur vorstellen kann, in Szene gesetzt. Eben nicht in Szene gesetzt, sondern so beiläufig vollzogen. Ratschläge an den Zaren. Ja, im Spickzettel gegeben. Geheimnisverrat. Ja, alles, was es da gibt. Ihn gecoacht, ja. Ihn charakterlich noch auch bestärkt und ihm die Bonbons sogar in die Feder diktiert und so weiter. Jetzt beschreiben Sie mir nochmal den Napoleon in den verschiedenen Zeiten. Er hat ja sozusagen um 1799 beispielsweise ein extrem junges Gesicht, nicht? Eigentlich ein Kindergesicht, weiche Züge, ja? Gar nicht männlich. Ja? Und eigentlich ist sozusagen die Intelligenz, die er ausstrahlt, und die Schnelligkeit seiner Entschlüsse, Bewegungen, Denkvollzüge, ja, etwas, was bezaubern kann. Ja, also er war ja ein nach auch in heutigen Kriterien schöner Mensch, ein hübscher Mensch, eine südliche, kleine, athletische Schönheit, der ja sogar sehr drahtig war in dieser ganz frühen Zeit. Da hat man ja Bilder, das ist ein ganz magerer Mensch, so diese windhundartigen mittelmeerischen Figuren mit diesen tiefschwarzen Haaren und Augen und dieser großen Wieselflinken Geläufigkeit trainiert in allen Fairnessen seines militärischen Berufes.
Und diese Figur hält er eigentlich ziemlich genau bis Erfurt. Und dieses Embonpoint, das er später bekommt, vor allem in diesem berühmten Bild von David mit der Hand in die Weste geschoben, in diesem sehr hochgeschlossenen Kurzfrack, der dann sehr schnell vom Bauch weggeht, mit der Stutzuhr im Hintergrund. Das ist so um 1810 gemalt, nach der Hochzeit mit der Habsburgischen. Da wird er dicklich. Da wird er dicklich. Da setzt sozusagen imperiales Fett an. Da setzt imperiales Fett an, aber natürlich auch das Fett der Auswegslosigkeit. Also Napoleon muss irgendwann begriffen haben, dass er einen ganz großen Fehler gemacht hat. Und da beginnt die ganz große Unruhe. Also Erfurt ist bereits eine Reaktion auf eine... Ein Fehler, den er vorher begangen hat. Ja. Ist der Herzog von Angers vorher von dem erschossen worden? Der ist viel vorher. Ich meine Spanien. Spanien. Ja, sagen die, als klar war, Spanien ist kein Sommer- oder Winterfeldzug, sondern Spanien ist ein dauerhaftes Problem. Muss Napoleon bewusst geworden sein, dass er einen gigantischen strategischen Nachteil sich eingehandelt hat. Und deshalb war Erfurt so wichtig, weil er diesen strategischen Nachteil durch eine doppelte Aktion unsichtbar und unwirksam machen wollte. Erstens wollte er den Zaren beeindrucken und einschüchtern und zweitens wollte er ihn gewinnen. Er will ihn zum Bündnispartner gewinnen, damit die Hunde dazwischen, also das ja gerade noch existierende Preußen, aber vor allem das noch längst nicht voll besiegte Österreich, von der Rückfront, also von Russland aus, in Schach gehalten werden können. Und warum misslingt das derart? Wegen Talleyrand. Also die Russen hatten ja an sich da erstmal von ihren eigenen Interessen her mehrere Optionen. Die Russen waren seit Katharina der Großen an Westausdehnung interessiert, an Arrondierung, haben sehr stark auf dieses ja schwächlich gewordene Osmanische Reich geschaut. Und die Frage war schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, wie übrigens auch bei den polnischen Teilungen, wie verteilt man das zwischen Österreich und Russland? Das war im Grunde die Frage. Und Frankreich und Napoleon hatten da insofern mitzumischen, als sie zur Stärke oder Schwäche Österreichs beigetragen haben. Und das war sozusagen das, was Napoleon dem Zaren auch anbieten konnte, nämlich freie Hand bis zu einem gewissen Punkt in dem, was wir heute Rumänien oder Moldawien nennen, also in diesen Fürstentümern, Donaufürstentümer, sagte man damals. Und allerdings wäre Napoleon nie so weit gegangen, ihm Konstantinopel zu überlassen. Warum aber nicht? Denn er kann doch mit Konstantinopel gar nichts anfangen. Seeherrschaft. Wegen des Zusammenschlusses von Schwarzem Meer und Mittelmeer. Das war aber er hat doch, ich meine, das gibt doch dann automatisch einen Konflikt mit Großbritannien. Das heißt, es könnte ihm doch gelegen sein können. Gut, aber dann tauscht er eben einen Seegegner mit dem anderen Seegegner. Also jedenfalls wäre Napoleon, wie wir wissen, nicht bereit gewesen, das zu konzentrieren, wenn es schon wirklich so weit gewesen wäre. Hat das den Grund auch, dass er in Istrien, Illyrien, ja, sozusagen so die Idee hat, da hat Caesar auch seinen Weg gebahnt und Alexander, der Große, den Weg nach Indien beschritten, dass er diesen Weg nach Indien immer noch im Kopf hat? Das ist absolut naheliegend, zumal ja Indien schon damals, nicht so direkt wie später, aber de facto britisches Einflussgebiet war, einfach durch die Handelsgesellschaften, die da regierten und das Land eben abschöpften. Und zu dem grenzenlosen Reichtum beitrugen, der England ja das jahrzehntelange Aufrechterhalten dieses Widerstandes erst ermöglichte. Das wäre ja ohne diesen Reichtum gar nicht möglich gewesen. England selber hätte die Ressourcen nicht, die Insel, diese Ressourcen keineswegs gehabt. Und das war Napoleon natürlich immer bewusst in diesem riesigen Schachbrett, das sich da geöffnet hat. Und der Zar hat dann unter dem Einfluss von Talleyrand, aber möglicherweise auch aus eigenen Erwägungen heraus, im Übrigen gab es ja auch eine deutsche Entourage, also geflüchtete Preußen. Freiherr von Stein, Clausewitz. Ja. Und viel Gift verbreitet. Ja, das waren ganz begabte Leute. Clausewitz ist auch in russischen Diensten. Clausewitz ist auch in russischen Diensten, hat ja dann auch 1812, 13 da eine ganz große Rolle gespielt, taucht sogar in Krieg und Frieden auf. Und er hat die Chance genutzt, sich nicht festzulegen. Er hat dem Napoleon ein paar unverbindliche Versprechungen gemacht,
und gesagt, ja gut, wenn es da ein Problem mit Österreich gibt, dann können wir da mal an der Donau und an den Grenzen so ein bisschen aufpassen. Aber zu mehr hat er sich nicht überreden lassen. Und dafür sich aber einen Teil dieser Donaufürstentümer zusichern lassen, also die Südwestausdehnung von Russland, von Napoleon absegnen lassen, auf Kosten natürlich der österreichischen Interessen. Preußen spielte damals gar keine Rolle. Und als dann ein Jahr später die Nagelprobe tatsächlich kam, Österreich also nochmal einen Versuch unternommen hat, gegen Napoleon Krieg zu führen, also dieses ganze Theater mit... Das ist jetzt Aspern und Wagram. Genau. Und Tiroler Aufstand gegen Bayern und... Bei Aspern zunächst mal eine Niederlage. Ja, ja? Erste Niederlage. Er kann sich noch gerade in so einer Art Castrum auf so einer Insel zurückretten. Ja, also die ersten zumindest zweideutigen Schlachten, ein ungeheurer psychologischer Einschnitt, die durch die schlagkräftig gewordene österreichische Armee. Und natürlich auch den Erzherzog, Karl, der ein begabter Feldherr war und Napoleon also als erster eigentlich auf seinem eigenen Feld gewachsen war, dann vor den preußischen Generälen, die ihm nachfolgten und Schwarzenberg später. Und da hätte Russland ja was tun können, hat es aber nicht. Es hat Truppen zusammengezogen, aber offenbar hat man nach Wien durchsickern lassen, dass man nichts unternehmen wird. Das heißt, Österreich hat keine Kräfte an seiner Ostflanke binden müssen. Und damit war klar, der Versuch von Erfurt war gescheitert. Erfurt hatte den napoleonischen Glanz in der größten Entfaltung gezeigt. Also vier deutsche Könige abhängig, 35 Landesfürsten, Gesandte aus aller Herren Länder. Jeden Abend mussten die antreten und sich in der Sprache des Reiches die klassische Literatur vorspielen lassen. Da wurde ja nicht deutsche Literatur gespielt, da wurden ja französische Literatur, Racine, Corneille, Voltaire gespielt vor allem. Die ganzen Modernen hätten Shakespeare angeguckt. Ja. Nein, die alten großen Tragödien. Das heißt, sie wurden gezwungen, diese Literatur in einem 14-tägigen Frontalunterricht sich zumuten zu lassen. Und trotzdem ist das eigentlich schon der Punkt, wo ein geheimer Riss durch dieses Gebäude, durch diese riesige Kuppel oder wie immer man es beschreiben will, geht, weil klar ist, er hat einen nicht zu gewinnenden Zwei-Fronten-Krieg begonnen mit Spanien und dem unsichern russischen... Er hat überzogen und kann, ohne das Gesicht zu verlieren, nicht zurück. Ja. Trotzdem glaube ich, unter damaligen Verhältnissen, weil Sie nach Auctoritas gefragt haben, wäre nach der Heirat mit Marie-Louise tatsächlich noch ein Innehalten möglich gewesen, wenn er imstande gewesen wäre, auch die Zügel etwas lockerer zu lassen bei den abhängigen Monarchien, vor allem in Deutschland. Es gibt noch einen zweiten Punkt bei Napoleon, das ist das, was Jakob Burckhardt die Garantielosigkeit nennt. Was heißt das? Die Garantielosigkeit in Person, sagt Burckhardt, er hält sich an keine Verträge und Absprachen. Das heißt, niemand ist sicher in seiner Umgebung. Man bekommt etwas von Napoleon, aber es ist ein Dana-Geschenk. Man bekommt ein Königreich, aber man weiß, eigentlich kann man übermorgen schon wieder abgesetzt und in die Verbannung geschickt werden. Man kann sich diese Aufgabe, die der Kaiser einem erteilt, nicht zu eigen machen. Das ist vernichtend für einen Herrscher. Ja, das ist für einen Herrscher vernichtend. Das kann man mit Generälen machen, die sich ja im Raum von wenigen Stunden im Grunde dann bewähren müssen, nämlich im Verlauf einer Schlacht, die oft nur einen Tag dauert. Das kann man aber nicht mit einem Fürsten machen, der dann jahrelang in einem fremden Land ein Regime bilden muss, das in irgendeiner Weise von den Untertanen akzeptiert wird. Und das Schöne ist, im Urlaub nach Karlsbad im Frühsommer und Hochsommer 1808 hatte Goethe Fichte dabei, Reden an die deutsche Nation. Das heißt, man kann sagen, wenige Tage, leicht übertrieben, es waren 3 Wochen, bevor er Napoleon im Gespräch erlebt hat, hat er Fichtes Reden an die deutsche Nation gelesen. Das können wir den Tagebüchern und auch den Berichten von Riemer ganz genau entnehmen.
Und wenn Goethe nicht schon vorher entschieden gewesen wäre, Fichte lag ihm in diesen Dingen ganz fern, in anderen weniger, aber in diesen, obwohl er sich immer mit Fichte beschäftigt hat, dann muss man sagen, dann hat Goethe eine ganz klare Entscheidung getroffen gegen Fichte und damit auch gegen den Rest des deutschen 19. Jahrhunderts. Das muss man einfach sehen, denn wie immer man über Fichte als Philosophen denkt, als politischer Stichwortgeber und Gefühlserfinder, das ist ja nicht nur ein Stichwort, das ist ja ein Gefühl, das Fichte erstmal verbalisiert in dieser ganzen krautigen Art, mit der er schreibt, ist Fichte natürlich der folgenreichste deutschsprachige Autor des 19. Jahrhunderts, muss man ganz klar sagen. Alle Nationalismen des 19. Jahrhunderts, Risorgimento, Ungarn, Polen, alle kommen sie von Fichte her. Fichte, Welt war nicht, bevor ich sie erschuf. Ja, das ist ein Subjektivismus. Ja, ja. Und die Nation nach Fichte, das ist der Sirup, aus dem alle Limonaden bis 1945 in Europa gekocht wurden. Das muss man ganz klar sehen. Und unser Goethe ist eben der Anti-Fichte in dieser Frage, indem er sich für Napoleon entscheidet, in der Hoffnung, Napoleon möge eben nicht die Garantielosigkeit in Person sein, sondern er könne ein augusteisches Imperium begründen, mindestens für eine Generation, in dem dann auch kleine Staaten mit ihrer Kultur blühen können. Goethe wollte ja nicht verzichten auf den kleinen Staat. Es gibt ja eine Momentaufnahme. Nach der Schlacht von Belle Alliance, ist Napoleon einen Moment aufgefordert worden von einem amerikanischen Kapitän, der in Cherbourg sein Schiff hatte, ein Schiff, das Kontrabande führte. Also man kann sich so vorstellen, vom Winde verweht, diesen Red Butler, der hat ja auch Schiffe gehabt. Ja. Und die haben ihm angeboten, ihn nach Amerika zu transferieren, durch die britische Blockade. Ja. Er hat es nicht gemacht, aber er hat eine Nacht lang geschwankt. Ja. Können Sie sich vorstellen, ihn als Handelstreibenden oder als Theoretiker oder als was immer in New York? Naja, vielleicht nicht unbedingt in New York. Dass er noch ein bürgerliches Leben nachschiebt. Das glaube ich nicht. Aber als Pionier an der Front im Westen kann ich ihn mir schon eher vorstellen. Natürlich mit dem Aufkauf gigantischer Ländereien und großem Ärger mit diesen Pflanzern da. Ich glaube nicht, dass die amerikanischen Politiker, wie wir sie aus dieser Zeit kennen, da so glücklich gewesen wären. Das war ja doch ein sehr landständisches und puritanisches Volk, was da auch in Washington herrschte. Aber eine interessante Perspektive. Es ist eine absolut interessante Perspektive. Und Napoleon hätte auch wahrscheinlich ganz gute Voraussetzungen gehabt, denn Jerome war ja in Amerika gewesen und hat ihm da bestimmt einiges daraus berichtet. Jerome war ja mehrere Jahre in Amerika, hatte sich verliebt in Amerika, wollte eigentlich diese Frau immer heiraten, hat er dann nicht gedurft aus den dynastischen Gründen. Das heißt, Napoleon hatte Jerome, Napoleon, nicht? Und so weiter. Ja, genau. Wenn Sie drei Eigenschaften von Napoleon nennen, die Sie positiv finden. Oder nicht zwiespältig. Ich finde fast alles zwiespältig bei ihm, muss ich sagen. Also ich finde ihn natürlich als Erscheinung bezaubernd. Er ist ein hinreißender Mensch gewesen. Und seine Intelligenz ist absolut überragend gewesen. Er ist ein grandioser Stilist. Aber das ist ein Märchen. Ja, ja. Er ist er ist als Schriftsteller und Gesetzgeber beeindruckend. Ich muss aber sagen, ich hätte nicht in seiner Umgebung arbeiten wollen. Also bei Clausewitz für den Krieg haben wir eine exakte Analyse. Ja. Ja? Bei Hegel haben wir über diese Fragen fast gar nichts. Ja, nur Andeutungen. Nur Andeutungen. Ja. Ja? Und es fehlt eigentlich auch für uns ein Ansatz, so wie die Brüder Grimm, die Märchen sammeln, müssten wir eigentlich diese Realitäten kartografieren. Ja, es ist einfach das Problem bei Napoleon, es war so schnell vorbei. Und die Generation Heines zum Beispiel war ja dann schon nach Napoleon. Also im jungen Deutschland, wenn Napoleon länger hätte regieren können und wenn dieses ganze Konstrukt eines napoleonischen Europa tatsächlich Bestand gehabt hätte, dann wären wir historiografisch, literarisch, philosophisch in einer ganz anderen Situation.